Mahlzeit und einen wunderschönen guten Morgen oder auch guten Abend. Willkommen zu diesem Video. Heute geht es darum, warum Rettet die Welt kostenlos ist. Oder ihr werdet euch bestimmt fragen, ist Rettet die Welt wirklich kostenlos? Ja, Rettet die Welt ist kostenlos. Man muss halt nur nachdenken. Ich werde wahrscheinlich ein zweites Video machen. Dort werde ich wahrscheinlich dann auf die Themen eingehen, warum Epic Games Rettet die Welt nicht kostenlos gemacht hat und generell meine eigene Sicht dazu geben. Jetzt werden wir uns mal kurz anschauen, dass Rettet die Welt tatsächlich kostenlos ist. Ihr könnt das erstmal sehen. Klar, ihr bezahlt jetzt 20 Euro, aber Rettet die Welt ist tatsächlich kostenlos. Hä? Aber da steht doch, dass es 18,50 € kostet. Ja, du bist auch der größte Genie unter der Stein oder Sonne, je nachdem. 1500 V-Bucks bekommen wir for free, beziehungsweise müssen wir auch bezahlen. Wenn wir das einfach mal zusammenrechnen, wir haben hier 8,99 €. Übrigens, ihr könnt, glaube ich, im Laden für 7,99 € auch 1000 V-Bucks bekommen. Wenn ihr einen Euro sparen wollt, könnt ihr das natürlich machen, aber hier, wie gesagt, 8,99 €. Wenn wir das jetzt zusammennehmen, beziehungsweise mit den 1500, das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal 9 Euro, machen dann noch 4,50 € dazu, dann kommen wir auf 13 Euro. Beziehungsweise ca. 13,50 €. Ja, das heißt, wir haben 13,50 € von den 18,49 € schon mit drin. Und wenn wir jetzt natürlich noch den Skin dazu nehmen, der ja natürlich auch entsprechend V-Bucks kosten würde, würden wir hier wahrscheinlich so auf 19 bis 20 Euro kommen. Was sehr interessant ist, und Rettet die Welt bekommt man natürlich dann auch dazu geschenkt. Ja. Rettet die Welt hat also den Marktwert von 0 erreicht. Früher hat es 20 Euro gekostet, heutzutage kostet es gar nichts mehr. Übrigens, diese Pakete sind sehr, sehr interessant. Ich glaube, die Pakete werden weiterhin 18 Euro kosten. Früher haben sie, glaube ich, 12 Euro gekostet. Da hätte man zuschlagen sollen, tatsächlich, wenn man Rettet die Welt haben wollte. Jetzt ist es aktuell nicht mehr möglich. Wie gesagt, 18 Euro. Die haben ja auch generell die Preise hier bei den V-Bucks angezogen. Ich werde ein separates Video machen, generell zu den V-Bucks, denn man könnte in gewisser Weise sich Profit daraus schlagen, wenn man die Leute ein bisschen abziehen könnte. Wie gesagt, im Laden könnt ihr die 1000 V-Bucks für 7,99 € bekommen. Wenn ihr sie für 7 Euro, für 8,50 € verkauft, macht ihr einen Gewinn von etwa 49 Cent. Wenn ihr das auf mehr Leute draufrechnet, könnt ihr damit relativ gut Geld verdienen. Aber das nur so eine Randnotiz. Ja? Wie gesagt, ist möglich. Ich schaue immer noch rein. Die 1000 V-Bucks werden sowieso da nie gekauft im Laden, aber man könnte rein theoretisch das machen. Nicht, dass ich das vielleicht vorhab, um Battle Pässe zu verkaufen. Nicht zu verkaufen, aber zu verschenken. Aber nun gut. Ich würde sagen, das wäre es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns natürlich dann entsprechend in den nächsten und folgenden Videos wieder. Bis dahin, Leute, und ciao.